Heute sollte es um 7.30 Uhr losgehen, aber Kami ist noch nicht da. Eigentlich wollte ich erwarten. Nur wird mein Frühstück dann kalt. Hey, Biggie, wenigstens du kommst zur Arbeit. Na endlich. Und legt sich gleich wieder hin. So früh ist es doch nicht. Aber früh genug. Ich bin eben ein Morgenmuffel und das weißt du auch. Danke. Ich werde leicht bitchy ohne Eiskaffee direkt nach dem Aufstehen. Steht's? Ja. Biggie, komm. So. Oh, we got an email. Und da ist auch schon eine Mail. Kaylin schreibt uns. Hey, Neve und Cammy. Ich stecke in einem Dilemma. Ich habe in einem Chatroom für Teenager Jordan kennengelernt. Das war vor 12 Jahren. Und allein durch das Chatten hat sich schnell eine echte Freundschaft entwickelt. Bald haben wir uns andauernd geschrieben und stundenlang telefoniert. Wie besessen. Und je älter wir wurden, desto mehr fingen wir an zu flirten und haben uns ineinander verliebt. Ich bin jetzt 23 und lebe in Indiana. Er ist 22 und lebt in Orlando. Natürlich ist das mit dem Treffen schwierig bei der Entfernung, aber nach vielen Breaks sind wir jetzt offiziell zusammen. Er ist immer da, auch wenn sich alles ändert. Mein erster Online-Freund und mein Traummann. Und jetzt wird es Zeit, dass ich die Liebe meines Lebens endlich treffe. Wir wollten uns auch schon treffen, aber beide Male bin ich nach Florida geflogen und wurde versetzt. Und warum will er nicht Videochatten? In letzter Zeit nicht mal mehr telefonieren. Langsam frage ich mich, wer er wirklich ist. Genau. Wir sprechen schon über unsere Hochzeit und Kinder, aber ich habe Zweifel. Würdet ihr mir bitte helfen, damit ich ihn ohne diese schlechten Gedanken lieben kann? Ich glaube, Kaylins Gedanken sind gut. Schreiben wir ihr. Neve und Kami melden sich zum Dienst. Kaylin ist 23 und sie kennen sich seit 12 Jahren. Das heißt, sie war damals 11. Ja. Und er war 10. Catfischt man mit 10? Wer weiß, was die sich damals erzählt haben? Sicher nicht, hi, ich bin Kaylin, ich bin 12. Eher, ich bin 22. Meinst du, sie haben damals beide gelogen? Kennst du Chatrooms? Habe ich nie gemacht. Ich schon. Und ich war immer 21. Sie schreibt, hallo, kommt ihr, um mich zu retten? Was sonst? Lass uns zoomen. Back to back. Hallo, Kaylin. Schön, euch zu sehen. In Indiana lebst du? Ja, ich bin hier aufgewachsen. Dein Job? Ich bin Postbotin. Das checken wir. Biggie, da, eine Postbotin. Stimmt das? Willst du schon zuschnappen? Das klappt nur mit Uniform. Ach ja, klar. Wie triggert das? Cooler Job. Ich habe davor ein Jahr lang Medizin studiert. Und was dann? Ich wurde schwanger und bekam meine Tochter. Wow. Wie alt ist sie? 3. Warst du mit ihrem Vater zusammen? Damals schon. Ich habe aber auch noch 2 Jungs, Zwillinge. Wow. Wie alt? 1 Jahr. Und der Vater ist auch nicht da? Kein Stück. Das ist viel Arbeit. Ja. Und Jordan auch noch. Aber um den kreist alles. Er war immer da. Kami meinte, in so Chatrooms wird sehr viel gelogen. Aber ich kann mir das kaum vorstellen. Ihr wart erst 10 und 11 Jahre alt. Was erzählt man da so? Warst du damals ehrlich, was dich betraf? Nein, ich war da 18. Bitte? Und wie alt war er? 19. Bitte? Und wenn das gestimmt hätte? Genau. In Chatrooms haben alle damit gerechnet, dass die alle über ihr Alter und ihren Standort lügen. Ja. Was war das für ein Chatroom? Ein Chatroom für Astrologie. Sein Sternzeichen? Na? Ich kenne ihn ja nicht, aber bloß nicht Krebs. Nein, Stier. Das könnte erklären, warum er noch nicht aufgetaucht ist. Stiere sind echt faul. Erzähl noch mal von Anfang an. Jordan und ich haben uns in einem Chatroom kennengelernt. Wir haben gechattet, uns kennengelernt und angefreundet. Und dann ging es aber tiefer.
Seid ihr in dem Chatroom geblieben? Wir haben zu Kick gewechselt. Dann bekam ich ein Handy und wir haben viel telefoniert. Und wie klingt Jordan so? Vor der Pubertät hatte er eine Kinderstimme. Da klang er ehrlich gesagt wie eine Frau. War er da schon dein Freund? Irgendwann ja. So mit 14, 15 haben wir gesagt, dass wir zusammen sind. Seitdem war es eine On-Off-Beziehung. Aber dabei ist der Vibe zwischen uns nie verschwunden. Es war jedes Mal, als würden wir genau da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Also, ihr habt euch im Chatroom kennengelernt und seid zu Kick gewechselt. Spielen seitdem noch andere soziale Medien eine Rolle? Ja, Snapchat. Aber er postet nie was von sich, nur Zitate. Was weißt du von ihm? Was ist seine Arbeit? Was macht Jordan sonst? Er hat zuerst auf dem Bau gearbeitet, aber gekündigt und sich mit Aktienhandel befasst. Wie war das, als du von deinem Ex schwanger wurdest und das Jordan sagen musstest? Ich hatte Angst. Ich wollte die Beziehung zu ihm nicht verlieren. Als ich mir dann endlich dachte, was soll's, ich sag's mir jetzt einfach, war er total begeistert. Er hat sich sehr für mich gefreut. Dann kamen die Zwillinge. Da dachte ich mir, dieses Mal verliere ich ihn. Aber als ich ihm davon erzählte, brachte er mich erst dazu, dass ich sie wirklich als Mutter annehme. Es war unglaublich, wie er mir da geholfen hat. Er hat mir auch klargemacht, dass alles aus einem Grund passiert. Liebst du ihn? Ja. Habt ihr euch das gesagt? Ja. Er hat es sogar als erster gesagt. Ich habe einfach das Gefühl, dass er mich besser versteht als alle anderen Männer. Er ist mein Traummann. Ich suche was, das mir an ihm nicht gefällt, aber ich finde nichts. Bis auf das mit dem Treffen. Du bist zweimal nach Florida geflogen? Ja, das erste Mal in Miami. Ich hatte ihm natürlich geschrieben, dass ich komme, und er fand es toll. Aber als ich ankam, hieß es plötzlich, er muss arbeiten. Das hat mich zwar geärgert, aber so war es nun mal. Davon wollte ich mich nicht runterziehen lassen. Es gab noch ein zweites Mal. Ja, 2019 war ich in Orlando. Es tat ihm leid, dass das letzte Mal so schief gegangen war. Das wollte er jetzt gut machen. Ich war 3 Tage dort, aber er hat mich komplett geghostet. Ich war sauer und habe 2 Monate nicht mit ihm geredet. Seitdem denke ich, dass was nicht stimmt. Wir müssen davon ausgehen, dass er entweder nicht in Orlando wohnt oder nicht der Mann von den Bildern ist. Das sind die wahrscheinlichsten Gründe dafür, dass er dich versetzt hat. Wie sieht es mit Videochats aus? Schlecht. Und warum? Er hat zugesagt und es nicht gemacht. Klar. Telefoniert ihr noch? Nein, gar nicht mehr. Wann war das letzte Mal? Als Kinder? Vor 5, 6 Jahren? Ja. Oh mein Gott. Ihr habt seit Jahren nicht mehr gesprochen? Kein Wort. Wow. Wie erklärt er das? Viel zu tun. Sehr schräg. Hast du ihm mal Druck gemacht? Ja, kürzlich habe ich ihm gesagt, dass ich sauer bin, weil er mir immer verspricht anzurufen und es dann nicht tut. Kannst du uns Chats und Bilder zeigen? Klar. Na los. Sehr gut. Oh, wait. Wie ist er das? Oh, süß. Etwas höher? Aha. Was? Das Rausziehen habe ich in jeder Stellung drauf. Und du so, ich will endlich, dass du es mir so richtig derbe besorgst. Oh mein Gott! Diesmal brauche ich eine grüne Flagge. Ich muss unbedingt ein Kind mit dir haben, so wie du textest. Mal sehen, ob du das aushältst, wie ich es dir besorgen werde. Ich zieh nicht raus. Mach mir ein Baby und wir heiraten. Da hätte ich nichts dagegen. Toll, was? Hat er, abgesehen vom Sexting, klar gesagt, dass er eine Familie mit dir gründen will? Ja. Okay, du wartest schon lange genug. Ja, ich mag dieses Spielchen nicht. Ich will es wissen. Wir melden uns, sobald wir etwas finden. Vielen Dank. Bis bald, Kaylin. Wir sehen uns. Krass. Wow. Mein erster Gedanke war, vielleicht hat Jordan im Chatroom sein richtiges Alter gesagt. Und sie dachte nur, er lügt. Ja. Muss er aber nicht. Genau. Es könnte aber auch sein, dass Jordan eigentlich eine Frau ist und dass sie irgendwann nicht mehr telefonieren konnten, weil sie natürlich nicht in den erwarteten Stimmbruch gekommen ist. Oh nee. Einiges macht Jordan sehr sympathisch, aber es gibt klare Warnsignale.